Ich frag dich was, könnte so eine kleine Hüfttasche hier nicht irgendwie perfekt als Teil deiner Backout-Ausrüstung sein? Könnte es sein, dass so ein Teil hier total cool ist, auch wenn du jetzt keine Messer oder sonstige Teile da direkt reinpackst, aber könnte das sein, dass es cool ist? Wenn du das wissen willst, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich meine das jetzt wirklich ernst, ja? Was glaubst du, wie viele Zusendungen ich kriege pro Woche? Einige. Also die Finger reichen nicht aus im Zusammenhang mit Backoutback. Und da höre ich die unterschiedlichsten Dinge und Meinungen und ich soll da was dazu sagen und sowieso und überhaupt. Und ich habe teilweise gar nicht die Zeit, das zu beantworten. Es tut mir wirklich leid. Aber es gibt einen Punkt und der ist ganz entscheidend. Wenn ich mir so anschaue, was ich so an Backoutlisten und Backout-Rucksack-Vorschlägen bekomme, dann ist das alles sehr waldzentriert. Ich, Waldurlaub, ich stehe hier im Wald und ist alles cool und super wunderbar. Doch stelle ich wieder mal die Frage in den Raum. Ist wirklich der Wald das Backout-Ziel? Ich meine, wir müssen jetzt darüber sprechen, von welcher Krise laufe ich überhaupt davon. Aber ist der Wald wirklich ein Fluchtziel? So, ich habe viele Fluchtgeschichten studiert. Ich musste es selbst glücklicherweise noch nie machen. Ist gut. Aber ich habe sie studiert und die wenigsten sind wirklich im Wald. Und wenn sie denn im Wald sind, dann auch nicht auf Dauer. Da gibt es ganz wenige Beispiele dafür. Und meistens muss man irgendwo anders hingehen, wo es auch eine Art von Zivilisation gibt. Ob einem das gefällt oder nicht, ist eine andere Sache. Und daher, ich mache das Video jetzt, damit ich es dann immer und immer wieder verschicken kann. Wenn wir über Backoutback sprechen, dann wäre auch sowas hier extrem cool. Was habe ich hier? Ich habe das direkt am Körper, an meinem dicken, fetten Körper. Du hast das eh gerade vorher im Intro gesehen, ja? Ja, wurscht, lassen wir das, ja? Und habe das hier an der Hüfte. Das bedeutet, in diese Tasche hier unten, da kann ich all das reingeben, was ich am Körper haben möchte. Papiere, Geld, USB-Sticks mit irgendwelchen Informationen oder sonstigen Dingen. All diese Geschichten, okay? All diese Geschichten könnte ich hier am Körper tragen. Ich meine, denk mal drüber nach, denk drüber nach. Backout, könnte das nicht einfach sein, wie wenn ich auf Reise gehe, nur nicht so komfortabel, nur nicht so nett, nur nicht so, oh, ich gebe mein Geld aus, damit ich es dort irgendwie gut habe, sondern nur von der Ausrüstung her, dass ich das, was ich für Verreisen eigentlich auch brauchen könnte, vielleicht auch fürs Backout nutzen kann. Okay, jetzt wird der eine oder die andere sagen, ich hab zwei Reisekoffer. Das meine ich damit nicht. Ich meine so allgemein. Du kannst ja auch ein Tasmanian Tiger Redback MK3 als Backoutback haben. Ich würde es halt dann nicht in Fleck dann nutzen, sondern in Oliv schon. Und selbst da würde ich es in Schwarz machen, aber wurscht, pass auf. Das ist ja alles okay, dass ich vorbereitet bin, dass ich vielleicht auch einen Fußmarsch habe, dass ich vorbereitet bin, dass ich vielleicht mal nicht im Warmen schlafen kann, dass ich vorbereitet bin, wenn du Familienvater oder Familienmutter bist, Familienvater, Familienmutter, ja, das ist sogar richtig, ja, wenn du mit deinen Kindern unterwegs bist, dass die warm haben, dass sie eine Decke mit hast, dass du Schlafsack, ähnliche Dinge dabei hast. Ja, ist alles cool, ist super. Nur gehen wir weg von diesen Gedanken, da, in diesen coolen Wald, da werde ich mich mit meiner Gruppe reinhauen und dort werden wir dann leben, überleben. Ja, wir sind in Mitteleuropa und auch hier Waldurlaub.at. Wir haben hier wunderschöne Wälder. Also allein, ich meine, ich möchte das jetzt einfach zeigen. Ja? Schau da an, schau da oben und da hinten und überall. Es ist ja wirklich wunderbar. Ich kann dir nur sagen, das ist eigentlich reinste, billigste Eigenwerbung, aber da gibt es genug Wald. Aber das ist trotzdem löcherig wie ein Schweizer Käse. Hier sind überall Forstwege, hier sind Arbeiter unterwegs, der Jäger ist unterwegs, mehrere Jäger sind unterwegs, ja, beruflich, also Berufsjäger, aber natürlich auch Hobbyjäger. Es gibt Förster, es gibt Einheimische, die hier unterwegs sind, die dann auch zu den Plätzen hingehen, wo man zum Beispiel Pilze sammeln kann oder Beeren sammeln kann oder was auch immer, ist jetzt egal. Wir sind in Mitteleuropa, wir sind nicht in Kanada, wir sind nicht in einem riesigen Land, das nur mit Wald vollgedeckt ist. Okay, das spielt leider nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und deswegen, diese ganzen Zusendungen, die ich da immer wieder bekomme, sind sehr waldaffin und mach das. Du kannst nicht deine Säge und deine Axt und alles mitnehmen. Ich weiß nur nicht, ob du als Einsiedler im Wald langfristig überleben kannst. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber in diesen ganzen Listen, solche Teile kommen ganz selten vor. Und es muss jetzt nicht das hier sein. Ich habe das auf Amazon gecheckt, aber das ist gar nicht der Punkt. Ich gebe dir gar nicht den Link hin. Das ist gar nicht der Punkt.
Das hier ist jetzt eine relativ kleine Hüfttasche. Wir haben auch im Shop größere und wie es halt passt. Du kannst das Ganze natürlich auch verdeckt tragen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte mein T-Shirt drüber legen. Du hast das direkt am Körper. Ich meine, wenn die wer ausraubt, dann ist sowieso klar, wenn jemand mit der Kanone da steht und sagt, gilt hier oder leben oder in der Sprache, in die halt reden, wurscht, egal. Ja. Auf jeden Fall, dann hilft dir das auch nichts. Aber das ist viel realistischer, dass du da Ausweis, Pass, Geld und sonstige Dinge mit dabei hast, als irgendwelche, ich weiß nicht, Sägen und Äxte und Macheten. Ich habe die alle im Shop, mir ist das schon klar, aber das ist eine ganz andere Situation. Das meine ich damit. Und du schaut's aus im Schneckenhaus. Übrigens, billige Eigenwerbung, das muss ich natürlich gleich ausnutzen. Gib da trotzdem den Link in meinen Shop, wenn du zum Beispiel diese Steckscheide für Leatherman, Surge Wave, für die Swiss Tools und so Geschichten haben willst, dann das gleich nutzen. Aber das hier, das ist das Mittel der Wahl. Ich hoffe, ich habe mir nicht wieder viele Feinde gemacht, weil ich immer so polarisiere. Das muss man auch immer anhören. Du polarisierst so, naja, ich sag halt das, was ich mir denke. Und du kannst das ja auch immer anders sehen. Du kannst sagen, was der dicke, fette, glatzköpfige Österreicher erzählt, ist mir alles Bovidel, alles okay. Ich möchte halt ein bisschen in diese, unter Anführungszeichen, Prepper-Blase, das ist so gemein, was ich jetzt gesagt habe, nein, aber da ein bisschen Realismus auch hineinbringen. Denn wenn du dir die Vergangenheit anschaust, ja, und genau überlegst, was da so passiert ist, und auch in andere Regionen jetzt gehst, dann wirst du merken, dass so eine Tasche mit einem vernünftigen Rucksack, mit Ausrüstung, noch einmal, ich habe ja nichts gegen, dass man wärmende Sachen mit dabei hat und all die Geschichten, um das geht es ja dabei nicht. Ja? Aber ich lese halt, schau her, es gibt bei mir einen XXL-Feuerstahl. Ja? Ich finde den super zum Bushcraften, zum Survival Training, ist alles cool. Ja, kauf das und mach das. Aber ich würde den nicht in ein Backout-Bag legen. Na, echt nicht, wozu denn? Warum? Meinen rein raus beim Bushcraft-Bier, ich zeige den jetzt nicht her, weil sonst ist es so wieder so ein Kommerzvideo, oder? Das ist sowieso, sagen wir niemanden. Den würde ich nicht zum Backout. Also der ist nicht in meinem Fluchtrucksack drin. Wozu? Na, ernsthaft jetzt, wozu? Und ich meine das jetzt echt ernst. Wenn ich einmal vielleicht tatsächlich hier im Wald aufschlagen muss, eine Zeit, weil die Unterkünfte belegt sind und ich nirgends reinkomme oder was auch immer, oder man eine Zeit lang gehen muss, dann reicht, und das meine ich echt ernst, sowas hier reicht. Da brauche ich nicht den reinen Rossmann Buschkraftbiber. Und auch wenn es jetzt heißt, ja, und da redest du gegen dein eigenes Messer. Nein, tue ich nicht, weil das hat seinen genauen Platz und dort gehört es hin und nirgends anders. So, das war's jetzt. Wenn du mir auch Zuschriften schickst zu Backoutbags und so weiter, ist alles cool, du kannst das gern tun. Und ich habe ja auch noch niemanden namentlich genannt und das ist auch keine Kritik oder so. Und ich will da auch jetzt niemanden zu nahe treten. Du kannst das gern tun, schick mir das sehr, sehr gerne an shop@überlebenskunst.at. Und wenn das gewünscht ist, dann schreib mir auch rein, dass ich, weil zurückschreiben tue ich nicht so gern. Warum? Weil das einfach zu viel wird. Wenn du erlaubst, ohne dass ich deinen Namen und deine E-Mail-Adresse und Telefonnummer und Herkunft veröffentliche, das tue ich natürlich nie, das ist ganz klar, dann würde ich gerne alle jetzt einladen, schickt mir das und dann mache ich ihnen ein Video und sage die Liste und da sagt mir, schreibe ich, der Marc oder die Rudolfine oder was auch immer hat mir die Liste geschickt und ich finde, das ist ein Schatz und das ist ein Schatz, das würde ich nicht mitnehmen, das finde ich total geil, ui, das habe ich noch gar nicht da und würde das auch gerne in einer kleinen Serie immer wieder mal besprechen. Also wenn das gewünscht ist, dann schreibt mir bitte unten einen Kommentar und das wäre cool. Schaut bei www.überlebenskunst.at, alles billige Eingebung, ganz klar. Und dann mache ich gerne auch solche Videos dazu. Schreib mir gerne auch einen Kommentar, was du jetzt von dem hier hältst, was ich da gesagt habe. Gib mir einen bösen Kommentar oder einen Daumen nach oben oder nach unten. Das ist mir nämlich voll wurscht, denn YouTube mag das, wenn du das tust. Und da hilfst du mir damit. Also auch böse, blöde Kommentare helfen mir. Und dein super Daumen nach oben hilft mir auch. Yeah, mach das. Ausmaß. Link in meinen Shop gebe ich dir natürlich zu diesen coolen Steckscheiden, zu meinen Messern, zu irgendwelchen anderen Geschichten. Ah, vollkommen egal. Daumen nach oben, nach unten, Abo, dein Rainer Rossmann. Und don't be scared, be prepared. Sorg dich nicht, sondern sei vorbereitet. Und hoffentlich brauchen wir das ganze Zeug sowieso nie. Dein Rainer Rossmann und ciao, ciao.